Wenn ihr auf der Suche seid nach einem Anime, der euch mit jeder einzelnen Sekunde ein Grinsen ins Gesicht zaubert, der eure Lachmuskeln strapaziert und zudem noch lehrreiches Wissen über die Tierwelt vermittelt, zudem noch kostenlos ist, dann bleibt dran, denn dann habe ich für euch genau den richtigen Anime zum Durchsuchten. Viel Spaß, wie immer, für euch nach dem Intro. Was geht ab? Mein Name ist Kaito Ake und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer weiteren Anime-Empfehlung. Ein Anime, der so unfassbar lustig ist, ich schwöre es euch. Ich habe den Anime jetzt durchgeguckt und ich muss sagen, ich habe selten so gelacht. Ich glaube, das ist das erste Mal seit knapp einem halben Jahr, ja, wo ich so hart gelacht habe. Das ist unbeschreiblich. Das ist ein wunderbarer Mix aus vielen verschiedenen Sachen. Kommen wir erstmal zur Story. Als erstes möchte ich euch vorstellen, dass das Ganze eine Privatschule ist. Da denkt man sich so, okay, Privatschule, Anime, das kennt man doch. Das ist aber jedoch keine normale Privatschule, sondern eine Tierschule. Das heißt, verschiedene Wesen aus dem Tierreich sind auf dieser Schule. Wir haben Affen, wir haben Koalas, wir haben Hyänen, wir haben Löwen, wir haben Impalas, wir haben Katzen, wir haben alles. Wir haben Nacktmulle und wir haben noch Menschen. Das Problem ist, dass die Menschen in der Unterzahl sind. Unter anderem auch unser Hauptprotagonist hier, nämlich Jin. Jin hasst Tiere. Das ist keine gute Voraussetzung, wenn man auf eine Privatschule für Tiere geht. Und es gibt auch eine ziemlich lustige Story aus der Vergangenheit. Denn er hat sich mal mit Teddybären geprügelt. Er hat sich mit Teddybären geprügelt und hat hart aufs Maul bekommen. Um ein Wolf zu retten. Dieser Wolf heißt Lanka. Lanka ist ein weiblicher Wolf, der ziemlich klein geraten ist und der die Aufgabe hat, sich ein Rudel zu suchen und sich unbedingt ein Rudel zusammenstellen möchte mit verschiedenen Tieren. Das heißt, normalerweise sind ja Wölfe unter sich, die ganzen Rudelbildung, es ist immer nur eine spezifische Tierart vorhanden. Und Lanka würde es halt schaffen, mehrere verschiedene Arten miteinander zu kombinieren. Und ja, wie es natürlich auch im Anime so vorgesehen ist, schafft sie es. Es ist so lustig, sie entwickelt ein paar Gefühle zu ihrem Jin, zu ihrem Geliebten und es tauchen auch noch wirklich viel mehr lustige Charaktere auf. Unter anderem einen der wenigen anderen Menschen, nämlich Hitomi. Hitomi ist die Herzensdame von Jin und er probiert sie immer mal wieder an der einen oder anderen Gelegenheit zu beeindrucken, schafft er aber nicht, weil Lanka das immer spitz bekommt und es kommt zu den skurrilsten Sachen. Wir haben hier auch noch einen Koala, der gerne Kot isst. Wir haben ein Faultier, wo wir quasi immer im achtfachen Loop, quasi in achtfacher Geschwindigkeit alles angezeigt bekommen, weil das Faultier sehr, sehr langsam ist. Wir kriegen zudem immer, wenn ein Tier vorgestellt wird, auch wirklich wertvolle Informationen über das Tier, die halt wirklich real sind. Das sind echt manche Sachen, wo ich mir gedacht habe, Alter, wirklich? Zum Beispiel, dass Koalas, ihre Jungkoalas, ja, mit Kacke füttern. Das wusste ich gar nicht, ja, weil die noch gar nicht so eine Magensäure entwickelt haben, um das Eukalyptus quasi, um die Eukalyptusblätter zu verarbeiten, weil die ja giftig sind. So kranke Sachen lernst du dann, das Ganze ist so lustig verpackt. Wir haben einen King, ja, Kinge aus Seven Deadly Sins, also ein Löwen, der ein Harem hat und nicht, weil er der krasseste ist, nein, sondern weil er einfach eine ausgeprägte Mähne hat. Es ist so lustig, wir haben Nacktmole, wir haben eine Schülerpräsidentin, die es wirklich hasst, Sachen anzuziehen, weil sie lieber nackt ist, also nur quasi in Dessous rumrennt. So viele verschiedene Charaktere, einfach unglaublich. Ey, das ist so geil. Und ich kann euch wirklich sagen, das war es eigentlich zu der Story. Also es geht halt eigentlich darum, ein Rudel zu bilden mit vielen verschiedenen Tieren und natürlich auch der Rasse Homo Sapiens. Und es gibt halt die skurrilsten Vorfälle. Es ist ein Anime, der natürlich so eine sehr, sehr schwache Story an sich hat. Das ist jetzt kein Anime, keine Ahnung, wo man jetzt Albträume kriegt oder wo man die Story seinen Kindern in 20 Jahren noch erzählt, aber es ist ein Anime, der dich wirklich
aufmuntert. Ja, es ist ein belustigender Anime. Er ist einfach so gut. Keine Folge ist irgendwie langweilig. Du willst die einfach wirklich durchsuchen, die Folge. Ich musste mir mindestens 3 bis 4 Folgen am Tag angucken. Und genau dafür ist er auch gedacht. Man muss ihn sich nicht komplett angucken, also jetzt 5, 6, 7 Folgen am Tag. Aber selbst wenn man mal wieder nach längerer Zeit eine Folge guckt, du hast halt nicht wirklich viel von der Story verpasst und du wirst definitiv lachen. Eine Sache habe ich schon fast vergessen zu sagen. Natürlich befinden wir uns hier in der Schule und es gibt bestimmt einige Situationen, in der ihr euch wiedererkennt, mit der ihr euch identifizieren könnt. Denn zum Beispiel, wenn die Sachen aufgegriffen, eine Person wird eingeschult, ja, hat vielleicht nicht direkt Anschluss gefunden, nicht direkt die besten Freunde gefunden, ist so ein bisschen alleine, probiert dann Freunde mit AGs, mit so einen Kochgruppen und so weiter zu finden. Ja, wir haben hier natürlich so Mobber, wir haben Leute, die gemobbt werden, aber wir haben natürlich auch ein stetiges Gemeinschaftsgefühl, das natürlich auch durch Lehrer, aber natürlich auch durch die Schüler geprägt wird. Ich hoffe, diese Anime-Empfehlung hat euch gefallen. Checkt ihn unbedingt ab. Kann man sich kostenlos auf Crunchyroll angucken. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Viel Spaß!